Moin, liebe Gemeinde. Endlich gibt's mal ein Update zu unserem Zeltvideo. Das ist schon 2 Jahre alt, sagst du? Naja, schon ein bisschen. Ne? Auf jeden Fall kam die Frage, kann man das noch mal ein bisschen genauer sehen, wie das zusammengebaut wird? Und nun, mein Gott, ihr müsst halt ein bisschen warten, aber heute kriegt das. Gleich geht's los. Wie immer würde ich niemals zelten gehen ohne meine reizende Diplomassistentin Ildiko. Hallo. Schön, dass du da bist. Denn erinnert euch vielleicht, wir haben unsere Zelte ja verglichen. Ich hatte das Stangenzelt von dieser Fresh and Black Ausrüstung und du hattest eben das Wurfzelt. Ja. Und du hast es jetzt auch mittlerweile schon ein paar Mal im Einsatz gehabt. Ja. Wie warst du zufrieden? Super. Das kühlt von innen, wenn es draußen heiß ist. Es ist dunkel, wenn es draußen hell ist. Und ich habe auch den Eindruck, dass es die Kälte so ein bisschen abschirmt. Also drin auf jeden Fall empfehlenswert. Diese Form hat jetzt nicht so ein großes Vorzelt, aber das hat mich jetzt nicht so doll gestört. Regen hält super ab. Ja, ich bin absolut zufrieden damit und würde es jedem empfehlen. Ja. Und man könnte sich auch zum Beispiel mit einem Tarp noch so eine Art Vorzelt ranbasteln. Ich habe gehört, es gibt mehrere Möglichkeiten. Da haben wir natürlich auch drauf reagiert. Das Tarp-Thema hatten wir ja. So, aber wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Zelt. Also wie gesagt, ich hatte das Stangenzelt. Ich war jetzt nicht so wahnsinnig oft damit campen, aber ich habe es durchaus auch mal probiert. Ich hatte nicht groß Probleme jetzt mit dem Wetter, von daher weiß ich nicht. Es war nicht besonders warm, es war nicht regnerisch, aber was ich wirklich gemerkt habe, ist, dass man morgens in diesem dunklen Zelt länger schlafen kann und nicht schon um 6 wach ist, wenn die Sonne so richtig hochkommt. Also diesen Vorteil, den habe ich auf jeden Fall auch erkannt. Und dann war das Zusammenbauen von so einem Stangenzelt auch nicht das Problem. Immer angenehmer ist es natürlich, wenn man zu zweit ist. Aber hiermit kenne ich mich eben gar nicht gut aus. Und du hast jetzt über die Routine ein paar Kniffe rausgefunden, beziehungsweise kannst den Zuschauern den Vorgang mal zeigen. Eigentlich gar nicht so schwer, wenn man sich an die Farben hält. Man muss tatsächlich als allererstes nach drinnen und rot suchen. Es gibt dort drin einen roten Schnapper. So, wir haben hier eine Schlaufe und diese beiden, weiß gar nicht, wie man es nennt, Schnapperdinger. Und da nehmen wir einfach die Schlaufe und ziehen die mit aller Gewalt nach draußen, ohne auf irgendwas zu achten. So. So. So, die kommen jetzt von drinnen vom Zelt und hier haben wir einen draußen und hier unten noch einen. Wir halten uns einfach wirklich an die Farben. So, und dann können wir schon mal gucken, was passiert. Und es fällt schon von alleine zusammen. Ich bin ein bisschen begeistert. Und jetzt kann man sich an Gelb halten, also erst rot, dann gelb. Hier haben wir die gelben Schnapper, da ist nochmal gelb und, Moment, Blatt. Hier ist auch noch mal gelb. So. Haben wir noch mal gelb? Es muss eigentlich noch mal gelb geben. Hier. So. Sag mal, geht das noch für dich? Bis jetzt hast du noch nicht nach einer dritten und vierten Hand gefragt. Das geht komplett alleine. Da braucht man niemanden dafür. Und wir schnappern das Gelbe jetzt wieder zusammen. Gibt es da vielleicht irgendein besseres Wort dafür? Ich glaub, ach, du bedienst dich der Worte, wie schreib das so es in die Kommentare. Oh, nee. So, gelb wäre jetzt zusammengeschnappert. Ja, sehr schön. Und jetzt gehen wir wieder zu rot über. Und wir haben hier diese Schlaufe. Und die ziehen wir einfach, bis das Zelt wieder auf dem Boden liegt und so eine 8 ergibt. Nach unten. Und diese ab 8, die ist jetzt quasi auch wie von alleine so? Die ist von alleine entstanden. Ja. Ich habe einfach nur richtig doll dran gezogen. Okay. Und dann kann man die 8 übereinander legen. So. Und jetzt wieder gelb. Das ist die Schlaufe, die das Ganze zusammenhält. Vielleicht so von der anderen Seite. So, fertig. Und so passt das eigentlich auch direkt in... Ich hol die mal. Genau. Weil wenn wir jetzt schon dabei sind, dann gehen wir natürlich auch bis zum bitteren Ende.
Schaffst du es jetzt immer noch alleine oder soll ich dir wenigstens mal die Hülle bereithalten? Ich würde es auch alleine schaffen. Okay, aber, dann. Ja? Ich greife erst ein. Wenn ich richtig dumm aussehe. Nee, wenn du eine Hilfe brauchst. Ansonsten zeigen wir mal, wie man tatsächlich alleine damit klarkommt. Vielleicht ist das auch was zum zweimal gucken. Wenn man wirklich so ein Zelt hat, dann geht man nochmal an den Anfang und sagt, Moment mal, wo war es jetzt erst? Erst war sie bei Rot, dann war sie bei Gelb. Und dann kann man schon zumachen. Sieht alles immer ein bisschen chaotisch aus, aber es funktioniert. Es wird dann schön abgedeckt. So. Das Chaos. Genau. Ja. So, fertig. Ja, voll gut. Voll gut. Hat auch ganze 2 Sekunden gebraucht. Was will man mehr? Wir haben es gestoppt. Ja, also es gibt halt keine schöne Schlaufe zum Tragen. Deswegen habe ich mir jetzt so eine Sackkarre geholt. Aber ja. Für kurze Wege geht's, wenn man ein Auto hat, sowieso. Hm. Genau. Das war dann heute einfach mal nur so ein kurzes Tutorial. Wie gesagt, wer so ein Zelt hat, der guckt sich es lieber nochmal an, weil vielleicht geht es nicht beim ersten Mal so einfach. Hast du ein paar Mal gebraucht, bis es soweit war? Nö. Es sieht wirklich ein bisschen chaotischer aus, wenn man sich an die Farben hält. Rot, Gelb, Rot, Gelb. Okay, und dann ist das scheint der größte Trick zu sein. Genau, ja. Ja gut, dann wisst ihr jetzt, da könnt ihr jetzt endlich von dem Zeltplatz, auf den ihr vor 2 Jahren eingezogen seid, wieder runter, weil jetzt wisst ihr auch, wie ihr euer Zelt wieder zusammengelegt kriegt. Und ich bedanke mich aufs Allerherzlichste bei Ildiko. Danke, dass du uns durch dieses wunderschöne Video geführt hast, weil ich müsste es mir selber jetzt auch nochmal angucken. Das ging ja irgendwie so. Aber bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem nächsten Video. In 2 Jahren wieder beim nächsten Video. In 2 Jahren beim Gründen. Moin, liebe Gemeinde, heute mal wieder Outdoor-Termin und wir zeigen uns jetzt passend zu einem Campingzelt. Ja, machen wir gleich nochmal. Wir zeigen uns nämlich gar nichts.